herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Basketballabteilung des Postes von Nürnberg. In diesem Video erklären wir euch die Pflichten und Aufgaben des Zeitnehmers. Der Zeitnehmer startet die Zeit dann, wenn beim Jump der Ball getippt wird. Das heißt, es muss auch kein fester Ballbesitz vorliegen. Wichtig ist nur, dass der Ball von einem Spieler getippt wird. Ansonsten stoppt er die Zeit immer nur dann, wenn der Schiedsrichter pfeift. Bei unserem Gerät ist es zumindest so. Nach 10 Minuten, wenn das erste Viertel also abgelaufen ist, stoppt die Zeit immer automatisch. Dann muss man die wieder resetten auf 10 Minuten und dann läuft es wieder ganz normal an. Immer starten, wenn der Ball im Feld ist. Zusätzlich zum Ende des Viertels müssen wir die Zeit während des Viertels auch immer dann stoppen, wenn der Schiedsrichter pfeift. Sei es wegen Ausball, Sprungball, Foul oder was auch immer, sobald der Schiedsrichter pfeift, muss der Zeitnehmer die Zeit stoppen. Eine letzte Regel: Im letzten Viertel, also im vierten Viertel, in den letzten 2 Minuten, muss die Zeit nach jedem Korb gestoppt werden. Und in jeder Verlängerung gilt es auch. Also während der ersten 38 Spielminuten muss die Zeit durchlaufen, egal ob ein Korb war und egal ob die jetzt deiner Meinung nach 12 Sekunden brauchen für den Einwurf. Die Zeit wird nicht gestoppt während des Einwurfs nach Korberfolg. Außer der Schiedsrichter pfeift, dann wird die Zeit immer gestoppt. In den letzten 2 Minuten des vierten Viertels wird die Zeit nach jedem Korb immer gestoppt. Noch zu beachten für den Zeitnehmer: Wenn ein Trainer eine Auszeit beantragt, müsst ihr die so schnell wie möglich gewähren. So schnell wie möglich heißt, jedes Mal, wenn der Schiedsrichter sowieso pfeift, Ball aus, war faul oder sonst irgendwas. Oder wenn die gegnerische Mannschaft einen Korb erzielt hat. Das bedeutet, der Trainer von Mannschaft A beantragt eine Auszeit. Sobald B den ersten Feldkorb macht, stoppt ihr die Zeit, hupt gleichzeitig und zeigt an, dass der Trainer von Mannschaft A eine Auszeit haben möchte. Es ist ganz wichtig, dass ihr das schnell macht, weil oft möchten Trainer so auf ein zum Beispiel Zurückliegen im Spiel reagieren.